Danke für die Wortmeldungen. Es ist zunächst einmal einiges über die Vorgangsweise gesagt worden. Und ich darf die noch einmal in Erinnerung rufen. Ich habe als Einbringer zunächst einmal einen ersten Entwurf vorgestellt, schon vor einigen Monaten, habe dazu die Medienvertreter eingeladen, die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Und dieser erste Entwurf ist auf nicht sehr viel Zustimmung gestoßen. Wir haben daraufhin die Kritik, die dort vorgebracht worden ist, das ist bereits bei der Vorstellung passiert, aber dann auch noch schriftlich, ich habe auch aufgefordert, schriftlich noch eventuell Stellungnahmen einzugeben, sehr ernst genommen und den Entwurf völlig überarbeitet. Wir haben dann eine zweite Sitzung gemacht und diesen überarbeiteten Entwurf vorgestellt. Diesen überarbeiteten Entwurf vorgestellt, das war jetzt kein Freudscher. Und dort ist es dann größtenteils, also im Prinzip grundsätzlich zu großer Zustimmung gekommen, allerdings mit dem Hinweis, ja, man müsste dann schon auch die Durchführungsverordnung dazu kennen, um dann zu verstehen, was im Detail dann passiert. Ja, das Gesetz könne so eigentlich schon mehr oder weniger gut gehen. Wir haben dann noch einmal aufgefordert, ja, mehr oder weniger, dann bitte auch noch, wenn es noch Mängel gibt, das schriftlich mitzuteilen. Und die Unternehmen hatten noch einmal die Zeit, das zu melden, die verschiedenen Medienträger im Lande. Und es hat noch einige schriftliche Meldungen gegeben. Wir haben dann noch einmal zum Teil nachgebessert, haben das auch noch einmal per E-Mail zugesagt. Wir haben dann keine Sitzung mehr gemacht, aber noch einmal per E-Mail dann die letzte Nachbesserung noch einmal verteilt und noch einmal aufgefordert zu melden, ob es jetzt noch weitere Mängel gibt. Da ist dann nachfolgend nichts Neues mehr gekommen. Es sind ein paar Anmerkungen gekommen, die vorher schon da waren, denen wir nicht zur Gänze Rechnung getragen haben, aber nichts Neues mehr. So. Und dann ist das Gesetz in die Landesregierung gebracht worden, dort verabschiedet. Den Vorwurf, und jetzt komme ich, den einzigen, den ich wirklich auch stehen lasse, wo ich sage, das hätten wir anders machen sollen, das ist zu dieser zweiten Sitzung, hätten wir auch die Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses einladen können und sollen. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, damit sich diese bereits dort schon mit dem Entwurf und mit der Diskussion vertraut machen hätten können. Inzwischen haben wir das auch auf Ebene der Landesregierung besprochen. Wir wollen das in Zukunft grundsätzlich bei allen Gesetzentwürfen tun. Immer dann, wenn es solche Anhörungen gibt, das ist nicht bei jedem Gesetz der Fall. Es gibt manchmal ganz technische, die aus einem Artikel bestehen, wo man nicht große Anhörungen macht. Aber immer dann, wenn es solche gibt, dass man auch den zuständigen Gesetzgebungsausschuss ganz einfach dazu einlädt, zu jener Anhörung, wo dann auch schon der konkrete Entwurf da ist. Ja? Nicht zu ersten Besprechungen, dass wir wenig Sinn machen, aber wenn ein Entwurf da ist. Das werden wir in Zukunft tun, das ist auch auf Ebene der Landesregierung bereits so vereinbart und somit denke ich, dass wir hier auch eine bessere Zusammenarbeit in diesem Sinne und auch einen Mehrwert für die Mitglieder der Gesetzgebungsausschüsse haben, weil sie sich bereits dort frühzeitig mit der Materie befassen können, noch bevor die Landesregierung den Entwurf genehmigt, Rat der Gemeinden und so weiter, also bevor das Verfahren dann beginnt. Sonst glaube ich, ist das schon ein Gesetz, das eben unter Beteiligung stattgefunden hat. Wir haben dann auch noch diese Anhörung hier nachgeholt sozusagen, ja, die eben dann nicht stattgefunden hat in der Form, wie ich es vorhin beschrieben habe. Aber es ist auch da nicht sehr viel Neues herausgekommen und zum Inhalt würde ich jetzt kommen. Es ist nämlich sehr vieles über dieses Gesetz jetzt gesagt worden, in den Medien geschrieben worden, in Interviews auch von hier anwesenden Personen gesagt worden und heute nur nicht sehr viel darüber, was eigentlich im Gesetz steht. Denn sehr vieles, was hier gesprochen worden ist, das steht nicht im Gesetz und das hat mit dem Gesetz auch nichts zu tun. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wirklich alle das Gesetz gelesen haben. Deshalb würde ich noch einmal schon darlegen, was im Gesetz wirklich steht. Ja? Das Gesetz ist nämlich die Grundlage dafür, dass wir Medien fördern können. Es wäre ganz nett, wenn es vielleicht etwas ruhiger wäre in der Aula hier. Dankeschön. Es ist die Grundlage dafür, dass wir auch im Bereich der Medien eine Förderung gewähren können. Und wie alle Förderungsgesetze stehen im Gesetz nicht die Details und die Kriterien, wofür genau es dann mehr Förderung gibt oder wo es weniger Förderung gibt. Das können Sie und das wissen Sie, vor allem die Abgeordneten, die länger gedient sind. Das ist bei allen Wirtschaftsförderungsgesetzen stehen die Grundlagen und die Zugangsvoraussetzungen sind einmal definiert und die Zielsetzungen der Förderung. Dann gibt es eine Durchführungsverordnung, die im Detail regelt, wofür es wie viel gibt.
Dazu komme ich dann noch. Also im Gesetz stehen diese Grundzüge und dann haben wir Mindeststandards festgelegt. Die betreffen jetzt die Radio- und Fernsehportale und die Online-Medien und wir sagen, das ist das Minimum, damit das auch als Nachrichtenportal betrachtet werden kann. Wir fördern ja nicht irgendwelche Portale, die vielleicht Werbeportale sind. Ja? Es geht nicht darum, wir fördern alles, was im Internet ist, sondern wir fördern Nachrichtenportale. Und dort ist es nicht rückständig oder ein Rückschritt, wenn man sagt, gut, das müssen wir dann irgendwie festlegen, ob das diesem Standard entspricht und das muss man halt quantitativ machen. Qualitativ, das würde heißen, wir sagen, das ist ein guter Artikel und das ist hingegen ein schlechter Artikel, der ist nicht förderungswürdig. Also, wehe, wenn man so etwas auch nur machen würde. Qualitativ, ein Urteil über die Inhalte abzugeben, das sagen wir nicht. Wir sagen über die Voraussetzungen, wir sagen, es gibt Mindeststandards, es muss verantwortliche Personen geben, die gewisse Voraussetzungen erfüllen. Übrigens steht im Gesetz, dass sämtliche vom Gesetz vorgesehenen Standards eingehalten müssen. Dazu gehört der presserechtlich Verantwortliche, die Eintragung beim Landesgericht, das haben wir nicht alles aufgezählt. Wir haben ganz einfach geschrieben, alle, die zur Förderung zugelassen, müssen alle vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. Und somit ist das schon geregelt. Genauso haben wir versucht, sowohl für Radio wie für Fernsehen, wie für Online eben zu sagen, ab diesem Moment sind das Portale, die effektiv Informationsleistungen erbringen, die förderungswürdig sind. Wenn ich einmal im Monat eine Nachricht ins Netz stelle, dann wird es schwierig sein, dafür eine Medienförderung zu gewähren, weil ich Nachrichten und Informationsdienste fördern will. Und wir haben eben diese Mindeststandards definiert. Übrigens auch nach mehrmaliger Rücksprache mit dem hier beim Landtag angesiedelten Beirat für das Kommunikationswesen. Ja, die Größenordnungen und wir haben das bewusst offen gelassen, was die Sendezeiten sind und so weiter, um das möglichst flexibel zu handhaben. Wir haben im Gesetz nur diese Grundzüge hineingeschrieben. Das Gesetz ist sicher die Voraussetzung dafür, dass wir im Besonderen die Kleinen fördern können. Das ist eine Zielsetzung, nämlich den Pluralismus. Wir haben das in Artikel 1 klar festgelegt. Wir wollen die Medienvielfalt fördern. Das wird sich dann in der Durchführungsbestimmung klar ausdrücken, ja, wo es einen Sockelbetrag geben wird und dann erst nach weiteren Kriterien. Den Sockelbetrag gibt es dann praktisch dafür, dass ich die Mindeststandards erfülle. Und dann nach den weiteren Kriterien eventuell zusätzliche Förderung, die sich selbstverständlich auch an der Beschäftigung misst, auch daran, ja, dass dort auch Standards eingehalten werden, sich aber auch an der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer natürlich orientiert. Sonst wäre es ja ganz lustig, wenn jemand zu Hause ein Privatradio sich einrichtet, das nur der Ehepartner anhört, der kriegt dann die gleiche Förderung wie jemand, der halt doch ganz oder halb Südtirol informiert. Also es muss schon das auch ein Kriterium sein. Ich denke, das leuchtet jedem ein. Wir haben das Gesetz auch versucht, zumindest EU-konform zu gestalten. Wir haben uns dafür eigens beraten lassen. Und das ist wichtig, denn wir sind hier im Bereich des Beihilfenrechts oder auch nicht. Die Frage ist das notifizierungspflichtig oder nicht, so wie wir es gestaltet haben. Sind wir überzeugt, dass aufgrund der geltenden Regeln und auch der bereits bestehenden Rechtsprechung es EU-konform ist und nicht notifizierungspflichtig. Und das war uns wichtig, damit wir auch unmittelbar dieses Gesetz anwenden können und nicht in einen Verhandlungsprozess gehen müssen. Deshalb bezieht es sich auch ausdrücklich auf lokale Medien. Dazu gibt es nämlich ein Urteil, ein ganz klares Urteil, dass dieses beihilfenrechtlich unbedenklich ist, wenn man sich dafür hingegen sonst, wenn man das darüber hinaus ausdehnen würde, dann wäre das eine Frage des Beihilfenrechts und müsste entsprechend auch notifiziert werden und entsprechenden Regelungen unterworfen werden, die dann für alle zugänglich wären. Das Thema, das viele beschäftigt hat, das Thema der sogenannten Klarnamenregelung, die ja dann letztlich keine sein soll, zumindest wenn unser Abänderungsvorschlag angenommen wird, den Kollege Steger vorhin erläutert hat. Es geht hier mit Sicherheit nicht darum, irgendetwas inhaltlich, dass wir uns das anmaßen, dass wir entscheiden, was gerechtfertigt, was man noch sagen darf in diesem Land und was man nicht sagen darf. Es geht darum, dass wir uns nicht zu Komplizen machen wollen für Hassbotschaften, für Diskriminierung, für Verleumdung und Beleidigung von Menschen in öffentlichen Foren, die wir eben unterstützen und uns dadurch zu Komplizen machen würden. Wie versuchen wir das zu lösen? Nicht indem wir sagen, wir greifen Inhalte ein und das darf man sagen und das darf man nicht sagen.
Das wäre Zensur. Und das wäre eine ganz schwierige Operation, selbst wenn wir es dem Beirat übertragen würden. Und ich darf hier zitieren, der Beirat hat gewarnt davor, dass man eine solche Aufgabe übertragen sollte, zu urteilen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Sondern das ist auch längst alles im Strafrecht geregelt und es gibt dazu eine Rechtsprechung. Ja, das ist ja auch mehrmals gesagt worden. Das Presserecht gilt ja. Wir haben aber leider in den Internetforen nicht die Standards, die wir von den Printmedien, von den klassischen Tageszeiten gewöhnt sind. Dort steht beim anonymen Leserbrief zumindest Name der Redaktion bekannt. Wir kennen das alle. Ja? Zumindest die Redaktion sagt, ja, es gibt diesen Menschen und wir verstehen, dass diese Person das jetzt vielleicht nicht namentlich unterzeichnen will. Es gibt Gründe dafür, aber Name der Redaktion bekannt. Und das ist der Mindeststandard, den wir einfordern. Die Redaktion, ja, soll zumindest über die Registrierung wissen, wer die Nutzer sind. Nicht wir wollen das wissen. Und es ist sehr oft gesagt worden, nicht darum, dass man Politiker vor Verunglimpfungen schützen will. Das ist nicht das Thema. Wir erleben das allzu oft. Es geht darum, ganz einfach die Diskussionskultur im Lande zu heben und insbesondere Personen, die auch nicht Personen des öffentlichen Lebens sind, davor zu schützen, dass sie im Internet beleidigt, verunglimpft werden. Und es geht auch darum, einer Kultur des Hasses und des Neides entgegenzuwirken. Wir wollen uns nicht zu Komplizen machen. Die Durchführungsverordnung. Ich verstehe Sie vollkommen, wenn Sie sagen, ja gut, das mag vielleicht alles stimmen, die Voraussetzungen wird dieses Gesetz geben, aber die Durchführungsverordnung, die verabschiedet dann die Landesregierung. Ich lade Sie hiermit schon jetzt dazu ein, dass wir, wenn wir den Entwurf der Durchführungsverordnung ausgearbeitet haben, ich habe das ja auch den Medienvertretern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern angeboten bei der Anhörung, ja, wir werden uns da noch einmal zusammensetzen, bevor in der Landesregierung das verabschiedet wird. Ich lade auch Sie dazu ein, Sie werden dann, sobald es soweit ist, sollte das Gesetz heute dann auch verabschiedet werden, dass wir dann die Durchführungsverordnung in diesem Fall, weil es eben auch ganz besonders wichtig ist, gemeinsam uns anschauen und durchaus bin ich bereit, dann Ihre Anregungen und so weiter auch mit aufzunehmen und dass wir das gemeinsam diskutieren. Warum schreiben wir es dann nicht ins Gesetz? Weil das gesetzestechnisch wirklich die falsche Vorgehensweise wäre, denn wir werden hier bei der Förderung sicher bei den Kriterien, wie wir es in allen Bereichen haben und nicht nur wir, sondern in allen Ländern, das auch mit der Zeit gehen müssen und das ist jetzt eben der Punkt. Deshalb ist das kein Altmodsgesetz. Wir werden nämlich in der Durchführungsverordnung festlegen, welches genau die Kriterien sind und die kann man dann auch immer wieder anpassen, ajournieren an neue Entwicklungen, die es gibt und die es geben wird. Deshalb diese Technik nicht ins Gesetz jetzt hineinzuschreiben, so viel für dieses Arbeitsverhältnis und so viel für dieses andere Arbeitsverhältnis, dann werden wir dem nie gerecht werden. Wir wollen hier möglichst flexibel bleiben, denn es sind hier bei der Anhörung beide Positionen oder zwei Positionen, es gibt noch mehrere, vorgetragen worden und es haben die beiden, die vorgetragen worden sind, durchaus beide ihre Berechtigung. Und deshalb schaffen wir das viel besser mit einer Durchführungsverordnung. Noch einmal, die Einladung steht und wir werden das auch so handhaben. Ich möchte das gern diskutieren. Ich bin auch überzeugt, dass wir gemeinsam möglicherweise oder ohne möglicherweise auch eine bessere Durchführungsverordnung dann noch zustande bringen, als wenn das die Landesregierung alleine macht. Die quantitative Messung hatte ich schon. Ja, die Kollege Urzi, noch zuletzt die Auswirkungen. Und jetzt bin ich beim Thema, das ich bisher nicht angesprochen habe, nämlich die institutionelle Kommunikation. Das Gesetz sieht bereits vor, dass die Medien bezahlte Anzeigen kennzeichnen müssen. Das ist heute bereits Gesetz. Dazu braucht es nicht unser Medienförderungsgesetz. Da steht dann PR-Info oder bezahlte Anzeige. Und so steht es auch und wird es auch in Zukunft, und zwar klar und deutlich, bei all der institutionellen Kommunikation des Landes stehen. Das sind bezahlte Anzeigen der Landesverwaltung. Das wird auch klar gekennzeichnet, weil das sieht das Gesetz übrigens schon vor. Wir wollen ja mit diesen Bestimmungen, die wir in dieses Medienförderungsgesetz hineinnehmen, eines vor allem erreichen, dass wir nicht mit den Aufträgen irgendwie freihändig umgehen und sagen, ja, die kriegen jetzt etwas mehr Aufträge, aber die haben gut geschrieben über die Landesregierung und die kriegen vielleicht weniger. Das ist genau ausgeschlossen. Das wird ausgeschlossen durch dieses Gesetz, weil wir anhand der Daten, die der Beirat erheben wird, dann auch entsprechend die Aufträge zu gewähren haben, nach denselben Kriterien, die damit zu tun haben, Sockel, dann auch Kriterium sicher Reichweite und natürlich müssen es die angemessenen Medien jeweils sein, aber es muss dann in einem
zumindest längeren Zeitraum gesehen, genau in diesem Sinne ausgewogen sein. Und das ist neu. Und das entscheidet dann nicht die Landesregierung, sondern das werden wir anhand der Vorgaben des Beirates machen. Es braucht institutionelle Kommunikation, aber das soll nicht irgendwo etwas sein, das man gewährt, ja, diese bezahlten Anzeigen. Es geht auch nicht gut über Ausschreibungen. Das ist leider die Erfahrung, weil dort der Bestbietende dann vielleicht immer jener ist, der halt die Voraussetzungen dazu hat. Und deshalb wollen wir es eben genau so machen. Ausgewogen verteilen nach diesen objektiven Kriterien. Und ich denke somit schon, dass dieser Gesetzesentwurf dem Rechnung trägt, was wir als Handlungsbedarf gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren auch. Das alte Gesetz hat nicht funktioniert. Wir haben auch rechtlich große Probleme gehabt. Es hat auch entsprechend Beanstandungen von den Medienunternehmen selbst gegeben. Und es waren gerade Sie, die gesagt haben, bitte ein neues Gesetz zu diesem Thema. Das Gesetz ist die Grundlage, die Durchführungsverordnung wird die Kriterien festlegen. Und ich hoffe schon, dass wir jetzt gemeinsam in der Debatte über die Artikel dann vielleicht wirklich über die Inhalte reden und nicht so sehr darüber, was alles sein könnte. Denn das werden wir gemeinsam festlegen in den Durchführungsverordnungen. Danke, Landeshauptmann Kompatscher. Wir kommen nun zu den Tagesordnungspunkten, und zwar